Die Erfolgsgaranten liegen bereit. Noch eine letzte Teambesprechung. Und los geht's mit dem Halbfinale des AZ-Hobbykoch-Wettbewerbs 2011. Mit ihren besten Rezepten traten gestern Abend 20 Teilnehmer in der Kochschule von Christian Henze jeweils in Zweierteams gegeneinander an. Sie alle hatten zuvor ihre Kochrezepte an die Allgäuer Zeitung geschickt. Christian Henze hatte dann die verantwortungsvolle Aufgabe, die besten 10 Gerichte für das Halbfinale auszuwählen. Also es fiel mir in der Tat schwer, weil dieses Mal war es so, dass so viele Einsendungen kamen und die haben sich so viel Mühe gegeben. Mutter mit der Tochter, die beiden befreundeten Rentner oder wie auch immer. Und da hat man Fotos gemacht und hat einen schönen Text dazu geschrieben. Diese Bewerbungen, die waren schon mal ganz toll. Und ich hatte die schwierige Aufgabe eben, 20 Personen auszusuchen. Die nun zu bewältigende Aufgabe, 5 Portionen des eigenen Gerichts in einer Stunde zu kochen. Es wird im Akkord gehackt und geschält. Auf das richtige Timing kommt es an. Schließlich soll alles rechtzeitig fertig, aber dennoch nicht kalt werden. Zudem ist es nicht immer ganz leicht, sich in einer fremden Küche zurechtzufinden. Doch Gastgeber und Juror Christian Henze ist bei allen Schwierigkeiten behilflich. Während es bei den einen noch brutzelt, erhöhen die anderen schon ein wenig den Druck. Aber was wird am Ende die Jury überzeugen? Ein Bewertungsbogen, dass alle Juroren, wir sind zu 5, dass alle Juroren eben gleich bewerten. Und es gibt verschiedene Bewertungskriterien, die Optik, der Geschmack, die Präsentation, der kreative Eigenanteil, natürlich die Sauberkeit des Arbeitsplatzes ist wichtig und die Zeiteinhaltung. Und wenn man da alles richtig macht, dann ist man kulinarisch in den Punktenrängen ganz vorne mit dabei. Noch schnell der letzte Feinschliff. Et voilà. Jetzt heißt es warten, ob Ihnen das Ergebnis gefällt. Doch auf eins können sich alle 20 Hobbyköche schon jetzt freuen. Wir möchten zusammen mit Christian Henze die Rezepte in einem Buch herausbringen. Der AZ Hobby Kochwettbewerb 2011 soll ein schönes Buch werden mit schönen Bildern drin und die Rezepte erklärt. Und das natürlich als Werk von unseren Abonnentinnen und Leserinnen und Lesern. Ein tolles Weihnachtsgeschenk schicke ich jetzt schon mal voraus. Es wird sicher zum Ende des Jahres rechtzeitig fertig werden. So lange können sich die 5 Juroren für ihr Urteil allerdings nicht Zeit nehmen. Denn schon am 28. September geht es weiter beim AZ-Hobbykoch-Wettbewerb, dann im Finale.